So, der Schalter funktioniert leider überhaupt nicht. Immerhin gibt es Türengeräusche, das ist schon mal viel wert. So, dann schreiten wir mal voran. Kann ich den von hier aus erwischen? Nee. Ich kann ihn von da aus nicht erwischen, schade. Also irgendwo versteckt sich ja auch noch einer. Wir können ja gleich nochmal laden, wenn wir Bock drauf haben. Der bemerkt uns überhaupt nicht, obwohl wir in unmittelbarer Nähe stehen. Und dann rennt er auch noch weg, die feige Sau. Ich bin gerade verwirrt, wo laufe ich gerade hin? So. Ruhe im Karton. Und jetzt gucken wir nochmal ein bisschen rum. Oh, da ist eine Wache. Die läuft extrem geschickt durch die Gegend. So, wir haben wenig Munition für unsere Waffe. Oh, Gottes Willen, ich habe mich gerade völlig verjagt. So, wir haben ein Präzisionsgewehr. Mit denen hätten wir jetzt locker diese Geschütztürme wegschießen können. Natürlich können wir auch mit den Zahlentasten die Waffen wechseln. Weil auch eine Scroll-Funktion war definitiv zu teuer. So, mal gucken, ob wir so viel Leben aufsammeln können, dass wir noch mit viel Glück in das nächste Level schreiten können. Sonst müssen wir dieses Level mal neu starten. So ein bisschen Munition war hier. Auch sehr schön. Hallöchen. Ja, leider lassen sie die Waffen nicht fallen und wir können nicht hochklettern. Ich glaube, ich kann mir bestimmt denken, dass die Funktion mal vorgesehen war, dass man da hochklettern sollte, aber... Dann überall hier diese Käfige mit den toten Köpfen. Ja, die sind vor Langeweile gestorben. Die haben einfach nichts gemacht, die reagieren nur auf den Spieler, der erst Jahre später hier überhaupt irgendwas macht. So, noch ein Health Pack. Da haben wir jetzt immerhin schon mal 76 Leben. Das ist schon mal gar nicht wenig. Muss man mal offen zugeben, das ist gar nicht wenig. So, wir haben Munition für irgendeine Waffe bekommen. Fragt sich nur für welche. Bestimmt für diese hässliche kleine Pistole. Und ich würde einfach mal sagen... Wir schreiten mal in das Gebäude hinein. Und das muss man aber allerdings zugeben, die Ladezeiten von den Levels sind die zufriedenstellend. Also es gibt Spiele, da dauert das manchmal quälend lange. So, dann wollen wir einfach mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen können. Wir haben ja ein ultra hochtexturiertes Gerät. Und selbst dieser Schalter, auch wenn der 3D modelliert ist und sich super dem Hintergrund anpasst, den können wir leider nicht benutzen. Weder mit P noch mit F. Eine rote Flagge mit einem gelben Stern. Ich habe es leider nicht so mit Nationalitäten, weshalb ich da nicht so genau weiß, was das sein könnte. Hallöchen. Hatte da keine Waffe bei sich? Oder ist die jetzt in der Wand? Also der ist auf jeden Fall in die Wand gefallen und ihr kennt das ja, in diesen Computerspielen kann man einfach keine vernünftige Beerdigung machen, weil die Leiche nach ein paar Sekunden automatisch verschwindet. Also deshalb, ich frage mich, warum gibt es in Spielen überhaupt Friedhöfe? Also sah es doch so für die Cutscenes, damit das schön aussieht, kann man das ja durchaus machen. Aber so... So, jetzt gucken wir einfach mal, was sich hier drin befindet. Hey!
Ich habe keine Munition mehr. Fuck. Die Waffe ist scheiße. Aber Kopfschüsse gehen immer. Yay. Huch. Ach ja, hier war extrem viel Munition. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und hier im Raum ist doch auch einer. Hallöchen. Hui. Nö, doch nicht. Aber man darf sich nicht zu früh freuen. Sehr viele Waffen im Spiel kriegen heißt normalerweise nichts Gutes. Das heißt dann grundsätzlich, du bist gefüllt im nächsten Level. So, einfach mal die Waffe nachladen. Wir hatten jetzt aber eine andere bekommen, nämlich die hier. Gucken wir einfach mal, was die so kann. Hier ist ein Fahrstuhl, den benutzen wir noch nicht. Denn es gibt hier, glaube ich, noch andere Räumlichkeiten in diesem Riesengebäude. Hier haben wir eine ultra detaillierte Karte. Ich finde, sie zeigt sehr im Detail, wo wir uns gerade befinden. Und ich glaube, ich gehe gerade durch den Tisch durch. Ja, entweder bin ich zu klein, ich bin ein kleines Baby, der gerade eine Vietnam-Karte anguckt, oder ich laufe gerade durch den Tisch. Ich nehme einfach mal an, zweiteres ist der Fall. Und diese Ultra-High-Resolution-Texturen sind einfach unschlagbar. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, selbst Half-Life von 1998 hat da deutlich besser aussehende Texturen. Dass man in den 4 Jahren so wenig Entwicklungszeit da einsteckt in der Grafik. So, hier ist einfach nur ein Bett. Ein Bettlager. Nur auch relativ kurze Betten. Das war so, wenn die es nicht gerade gemütlich hatten, die Herrschaften damals. So, wir können uns ja auch mal hier unten umschauen. Denn hier ist ja noch ein kleines Lagerchen. So, der hat uns nicht erwischt. So, hier ist ein kleines Kistenlager. Gucken, wer uns hier noch erwischen möchte. Aber scheinbar keiner. Ansonsten haben wir hier ein riesiges Pack an Health Packs. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Ja, das Problem ist allerdings, wir können an diesen Ort nicht zurückkehren, um vielleicht mal noch mehr von diesen praktischen Packs zu holen. So, wir müssen hier zurück. Ich glaube, jetzt haben wir hier dieses Level sauber gecleared. Weshalb ich jetzt einfach mal sagen würde, wir schreiten voran. Ich gucke nochmal hier kurz. Haben wir noch ein bisschen Munition übersehen? Eigentlich nicht. Deshalb geht's jetzt erstmal einen Stockwerk nach unten. Ein Stockwerk nach unten natürlich. Gut. Selbst das hat noch in die Level-Datei gepasst. Sehr freundlich. Puh. Da bin ich gleich ja unmittelbar überrascht. Und es ist natürlich ein Vorteil, dass ich im Hellen spiele und in dunkle Bereiche vorschreite. Aber ich glaube, selbst dieses Level habe ich mit Mühe und Not geschafft. Also fragt mich nicht, was das hier für ein Lager sein soll, aber es sieht sehr eigenartig aus. Aber wir schreiten jetzt ins nächste Level. So, dann noch eine Kleinigkeit getrunken und... Also es war so, die lassen sich zum Glück ziemlich viel Zeit zum Ankommen. Wir müssen uns hier einfach mal ein bisschen rausfinden, weil es gibt keine Minimap oder so. Also die knüpfen ein bisschen an alte Zeiten ran, wo man noch extra eine Karte für sowas gebraucht hat. Wir haben ja ein kleines Waffenlagerchen. Mit einer tollen Uzi. Die da ein bisschen komisch hält, wenn ich mal ehrlich bin. So, wo muss ich hier lang eigentlich? Muss ich hier lang? Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn hier irgendeiner ankommt. Ja, man kann hier überall mit irgendwas rechnen.
Dachte, da stand jemand. Aber wenn man so im Augenwinkel sieht, dass da jemand angeschreitet kommt. Ja, manchmal kann man das ziemlich gut erkennen. Aber auch nur manchmal. Wie gesagt, nur manchmal. Manchmal muss man auch hier wirklich mal gut gucken, wo es hier überhaupt weitergeht. Denn hier zum Beispiel. Meine Güte. Hab ich mich gerade erschrocken. Also ich bin ziemlich schreckhaft, was das angeht. Mal gucken, wo müssen wir hier überhaupt lang? Das sieht zum Beispiel nicht wie ein richtiger Weg aus. Der scheint sogar zugeschüttet zu sein. Deshalb müssen wir leider zurückgehen. Und uns einen anderen Weg suchen. Diesbezüglich kann das Spiel ziemlich frustrierend sein. Wo könnte man jetzt mal lang? Hier lang? Ich glaube, da kommen wir hier wieder zurück, ne? Ja, man muss doch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es auch ganz hinterlistige Ecken, wo man schön aus dem Spiel fliegen kann. Im Sinne von, ja, du kannst wirklich aus der Spielwelt fliegen. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher, wo ich gerade bin. Wollte ich nur mal gesagt haben und boah. Da gucke ich bloß nebenbei auf Audacity, wie das mit der Audiokurve ist und dann auf einmal erschreckt mich so ein Gegner hier. Wie geht's weiter? Denke ich mal. Ach Mann, ey, das ist doch nicht wahr. Ach Mann. Tja, sowas kommt durchaus vor, dass ich da sowas. Naja, also wir können nochmal das Ganze probieren. Level 2 hatten wir, glaube ich, oder Level 3? Ne, Level 3 war das Haus, genau. Dann müssen wir Level 4 nehmen. Genau, dann sind wir wieder hier und wir dürfen wieder von vorne anfangen. Happiness! Oh, hier waren wir jetzt ein bisschen besser gewappnet. Wir können einfach mal den Weg nehmen. Vielleicht ist der ein bisschen anders. Das Doofe ist nur, es führt völlig ins Dunkeln. Also auch bei einem schlechten Spiel kann es durchaus Frustlevels geben. So, nochmal aus dem Waffenlager ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, so eine Schnellspeicherfunktion hätte schon viel Fortschritt gebracht. Und vor allem sollte man auch auf den Kopf ziehen können, aber in dem Moment, wo man so schreckhaft ist, schießt man einfach an alles, wo es überhaupt einen Gegner gibt. Aber hier geht es nicht weiter, wir müssen hier lang. Theoretisch könnte man sich merken, wo hier überall Gegner rumlaufen. Nur das ist gar nicht mal so einfach. Hey, hier ist es völlig dunkel. Ich glaube, hier geht es überhaupt nicht weiter. Dann auch noch diese fehlende Musikbegleitung. Ah. Das macht es nicht gerade einfacher. Irgendwo ging es hier weiter. Irgendwo. Ich
Ist auch so eine komische Lichteinstrahlung, aber von wo kommt die überhaupt? Ich glaube, den habe ich von Weitem erkannt. Und dann hier um die Ecke. Halt. Nee, von wo? Kam ich von da? Ich nehme einfach mal stark an, dass ich hier lang muss. Ah, ja. Genau.